Wie lange muss ich eigentlich 10.000 Euro anlegen, damit daraus 1 Million Euro werden? Es hängt natürlich vom Zinssatz ab. Wir sagen mal, wir wollen das Geld für 10 Jahre anlegen. Dann sind das die 10.000 Euro, mit denen wir starten, mal x, das ist der Wachstumsfaktor, hoch 10 für 10 Jahre, gleich 1 Million Euro, die wir haben wollen. Und das müssen wir jetzt nach x auflösen. Wir teilen dadurch durch 10.000, dann haben wir da stehen x hoch 10. Ist gleich 1 Million durch 10.000 sind 100. Und jetzt müssen wir die 10. Wurzel ziehen. Dann haben wir da stehen, x ist gleich 10. Wurzel aus 100. Und das sind so ungefähr 1,58. Das heißt nichts anderes, als dass man Zinsen von 58% pro Jahr haben müsste, was natürlich wirklich schwierig ist, das zu bekommen. Ganz interessant wird es aber, wenn man jetzt sagt, man legt die 10.000 Euro für 40 Jahre an. Wie viel brauchen wir denn da? Naja, das wäre das Gleiche, nur mit hoch 40. Ihr macht die gleichen Schritte wie gerade und dann kommt ihr auf x gleich.